fast 6 Jahren Krieg, über 50 Millionen Tote. Der Zweite Weltkrieg war einer der wichtigsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts und vor allem für die deutsche Geschichte spielt es eine sehr wichtige Rolle. Da spricht man über Themen wie die Judenverfolgung, die Konzentrationslager und den Nationalsozialismus in der Schule. Über den Zweiten Weltkrieg haben wir zum ersten Mal in der Unterstufe was gelernt, also ab der 6. Klasse, glaube ich. Und wir haben das eigentlich in jedem Jahr wiederholt. Also ob es jetzt in Geschichte war, also in Geschichte natürlich am meisten, aber auch in Religion oder in Politik kam das Thema immer wieder auf. Und je älter wir wurden und auch als wir dann in der Oberstufe waren, ging es dann auch mehr um so kritisches Hinterfragen dieser ganzen Sache. In der 7. Klasse hatte ich im Geschichtsunterricht den Holocaust behandelt. Also wir haben sehr, sehr viele Filme geguckt, auch teilweise viele Dokumentationen. Und irgendwann sind wir nach Berlin gefahren mit der Klasse, also haben einen Ausflug gemacht und waren da in so einem Bunker und haben halt angeguckt, wie die Leute, die sich verstecken mussten, da gelebt haben, haben also auch ein bisschen Praxis gemacht und hatten auch einmal eine Ausstellung in der Schule, wo Historiker da waren, wo man Fragen stellen konnte und ja. Ich glaube schon, dass es mehr thematisiert wurde als andere Themen, gerade weil das sehr, sehr wichtig war für Deutschland. Und ich glaube, viele das auch so sehen, dass Kinder oder Jugendliche darüber Bescheid wissen sollten. Und das gehört einfach zur deutschen Geschichte dazu. Also es war auch viel fächerübergreifend. Wir haben nicht nur im Geschichtsunterricht darüber gesprochen, sondern auch in Deutsch Romane gelesen, zum Beispiel Im Westen nichts Neues. Und ja, sowieso in allen anderen Fächern drüber geredet. Also es war sehr präsent. Wir haben auch bei einem Ereignis mitgemacht, das war von der Stadt und der Schule in Kooperation. Und da ging es darum, dass wir eben eine Stadtführung machen und an jeder Station, wo jemand gelebt hat oder wo zum Beispiel früher die Synagoge stand, haben wir dann halt was darüber erzählt. Bis heute gibt es Unterschiede zwischen den Lernstoffen der Bundesländer, die zum Westdeutschland und zum Ostdeutschland gehörten. In Westdeutschland liegt der Fokus eher auf das Weltkrieg an sich, während in Ostdeutschland eher der Zeit danach behandelt wird. Ich bin nach Deutschland gezogen in 2013 und hatte da eine Heerschule besucht, also von 10. bis 12. Klasse. Und die Schule, wo ich besucht habe, war in also Ostdeutschland, also das war an der polnischen Grenze. Und das ist sozusagen damalige DDR. Und also in den Geschichtenkursen hatten wir auch immer also ziemlich viele Themen, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatten. Also erst nachdem ich an der Uni war, also dann habe ich mit meinen Kommilitonen darüber gesprochen. Da hatte ich das Gefühl, erst dann, dass es ziemlich krassen Unterschied zwischen Geschichtekursen zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. Da in meiner Schule wird ziemlich viel über Wiedervereinigung, über diese Veränderung vor und nach dem Mauerfall geredet. Ja, also dieser Unterschied gibt es denn. Ich habe mein mündliches Abi in Geschichte gemacht und da war das Thema bei mir Erinnerungskultur, also inwiefern es wichtig ist, dass man darüber auch redet und ob man darüber reden sollte oder ob man das verdrängen sollte. Also diese Fragen haben wir behandelt. Stichwort Erinnerungskultur. Es ist wichtig, dass die Gesellschaft mit der Vergangenheit und die Geschichte konfrontiert. Deswegen findet man auch überall in Deutschland Denkmäler, die zum Gedächtnis an die Judenverfolgung oder die Kriegsopfer dienen. Projekte wie die Stolpersteine, die überall an deutschen Straßen zu finden sind, oder das Projekt Rent a Jew, wo man jemanden aus der jüdischen Gemeinde ins Klassenraum einladen kann, sorgen ja dafür, dass die neuere deutsche Generation ihrer Geschichte bewusst sind. Also die Schuldfrage und ob Deutschland oder die Deutschen oder die Gesellschaft irgendwas damit zu tun haben und ob die irgendwas hätten verhindern können, haben wir auf jeden Fall haben uns sehr stark mit beschäftigt. Aber es ging vor allem auch immer einfach um die Frage oder um das Ding, dass nicht Hitler alleine Schuld daran hatte. Und klar, Hitler war Faschist und er ist irgendwie der Schlüsselpunkt in dem Ganzen.
Aber wir haben uns immer gefragt, wie konnte das denn passieren? Weil wir heutzutage immer sagen würden, ja, hä, als ob, wir würden doch was dagegen machen. Und man kann sich da ja gar nicht reinversetzen, weil da so viele Faktoren mit reingespielt haben. Ich finde es auch nicht, dass man mit Absicht das emotional behandeln will. Aber man hat schon das Gefühl, dass das ist ernsthaft, wenn das zum Thema des Geschichte-Unterrichts kommt. Dass Deutschland das halt nicht vergessen kann, weil das halt einfach zur Geschichte dazugehört und man ja auch daraus lernt.